Hallo und herzlich willkommen. Und heute schauen wir uns mal die neuesten News rund um den Landwirtschaftssimulator 17 an. Der ein oder andere wird den Trailer schon gesehen haben. Ich bin eigentlich ein bisschen spät dran, aber ich wollte das trotzdem nochmal mit euch anschauen. Es gibt auch noch so ein paar andere kleine Sachen, die jetzt nicht unbedingt den Trailer betreffen. Ich werde den Trailer jetzt ein bisschen verlangsamen, damit man vielleicht auch nochmal ein paar Details sieht. Ich finde den Trailer auf jeden Fall richtig schick, was man vielleicht wissen sollte. Das Ganze ist natürlich nicht Ingame-Grafik, aber man kann ja mal gespannt sein, wie nah die Ingame-Grafik dann daran rankommen wird. Was ich ganz interessant finde im Trailer ist vor allen Dingen, dass sehr, sehr, sehr viel Ackerbau gezeigt wird. Eigentlich fast nur ein bisschen, am Ende wird auch noch Gras geschnitten, aber der Fokus scheint wirklich sehr, sehr auf dem Boden zu liegen und man sieht Pflügen, man sieht Grubbern, man sieht Säen und man sieht, wie sich der Boden verändert. Und ich glaube, das ist quasi ein versteckter Hinweis darauf, was sich vielleicht doch am meisten ändern wird, nämlich der Boden, dass da auf jeden Fall was passiert. Ich finde, der Boden sieht einfach richtig geil aus im Teaser, aber das ist halt nicht Ingame-Grafik, das ist ja das Traurige. Gerade beim Wenden von der Raupe, die Animation, das sieht echt cool aus. Ich glaube nicht, dass es so einen Boden geben wird, so à la Spin Tires, wo man sich festfahren kann, aber ich glaube, dass sich der Boden zumindest optisch deutlich weiterentwickeln wird. Ja, zu dem Grasschnitt kann man vielleicht sagen, ganz interessant, wir haben da eine Butterfly-Kombination, also drei Mähwerke hinten angekuppelt und dann mit Rückfahreinrichtung das Sitz gedreht wird und man rückwärts fahren kann. Rückfahreinrichtung kannte man ja so schon aus dem LS15, aber nur aus den Ponze Buffalo, wenn ich mich nicht täusche. Alle anderen Geräte hatten sowas, glaube ich, nicht. Ist auf jeden Fall interessant, dass jetzt auch auf sowas vom Grundspiel her Wert gelegt wird. Wir sehen außerdem im Endeffekt die vier neuen Schlepper, beziehungsweise die vier großen neuen Marken, die dazu gekommen wird. Es wird wohl noch einige mehr geben, aber diese großen Marken Caterpillar, MF, Fendt und Valtra. Was auch ganz interessant ist, wenn ihr mal auf die Farming Simulator Seite geht, je nachdem welches Land ihr oben, welche Sprache ihr eingestellt habt, verändert sich das Cover. Das heißt, wenn ihr in Deutschland den Landwirtschaftssimulator 17 bestellt, dann habt ihr einen Fendt 900er auf dem Cover. Bestellt ihr zum Beispiel für Kanada und seid Kanadier und wollt das Spiel gerne darüber kaufen, dann habt ihr die Caterpillar Raupe auf dem Cover. Ansonsten, was gibt es noch? Wenn ihr so in Richtung Norwegen, Schweden geht, habt ihr den Valtra auf dem Cover. Und wenn ihr, ich schau mal kurz, ich musste mal eben, genau, Australien hat zum Beispiel den MF. Also sind immer mehrere Länder, die ein und dasselbe haben. Ich schätze mal, es wird so ungefähr nach Sympathie gehen, wie gut so die Marken in diesem Land bekannt sind. Und dementsprechend wird das Cover wohl ausgewählt sein. Ich finde das ganz schick. Klar, die richtigen Sammler müssen das Spiel jetzt vielleicht viermal kaufen, aber das ist ja eigentlich Quatsch. Ich finde auf jeden Fall, das Bild an sich ist immer dasselbe, nur halt der Schlepper im Vordergrund ändert sich. Finde ich irgendwie cool. Was auch ganz interessant ist, wenn man sich die Landwirtschaftssimulator-Vorbestellung über Amazon anguckt. Es war bis jetzt immer so, oder letztes Jahr, vor 2 Jahren, beim LS15 war es so, dass es 3 Versionen gab. Standard, eine Amazon-Edition, da war halt ein Bonus-Traktor dabei. Und eine Collectors-Edition. Collectors-Edition gibt es dieses Jahr wieder. Ist alles etwas teurer geworden. Soweit ich weiß, alles 5 Euro. Ich glaube, 45 Euro hat die Collectors-Version vor 2 Jahren gekostet. Jetzt kostet sie 50. Die Standard-Version kostet 35. Die hat, glaube ich, damals 30 gekostet. Und die Day-One-Edition kostet auch 35. Ja, was ist diese Day-One-Edition? Vielleicht erstmal, es gibt einen zusätzlichen Schlepper. Wobei, hier haben Nico und ich, Nico hat mich darauf aufmerksam gemacht, so eine kleine Vermutung. Und zwar steht hier inklusive Valtra T-Serie Q-Edition. Jetzt ist natürlich die Frage, da ja auch die Fahrzeuganzahl und so wohl deutlich erhöht wurde, ist es vielleicht wirklich so, dass man den Schlepper der jeweiligen Serie hat und sich quasi die Motorisierung aussucht. Also ich kann ja mal auf der Valtra-Seite gucken. Die Valtra T-Serie, die meisten von euch, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigt haben, kennen sich damit ja sicher aus. Zum Beispiel beim 900er Fendt, da kann man auch einen 930, 936, 939 und so weiter kaufen. Ist es vielleicht dieses Mal beim LS so, dass man wirklich eine Serie hat? Also man sucht sich aus, ich möchte mir einen Valtra kaufen und dann hat man nicht einen
in der eine bestimmte Leistung hat, sondern ich kaufe mir jetzt eine Valtra T-Serie und kann entscheiden, ob ich 155 PS, das wäre der kleinste, oder im besten Fall sind es 250 PS haben möchte. Aber es ist immer an sich ein sehr ähnlicher Schlepper, nur halt die Motoren werden größer. Das wäre natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Und dieses T-Serie, statt dass da ein genaues Modell steht, ja, gibt darauf vielleicht so einen kleinen Hinweis, weil bis jetzt war es zum Beispiel so bei der LS15 Collectors Edition, dass da genau beistand der Schlepper. Ich glaube, es war ein Modell von einem T7 oder so. Ich kann mal eben nachschauen. Auf jeden Fall ist da halt schon ein großer Unterschied. Und da sieht man auch nochmal ein kleines Bild für, leider nur so im Editor. Die Q-Edition bezieht sich halt darauf, dass das Ganze so ein paar Q-Flecken, sag ich mal, hat und das Ganze so gemacht ist. Genau, beim Collectors Edition stand klipp und klar da T8 390 und dieses Mal durch dieses T-Serie weiß man halt nicht genau, welchen Schlepper man der T-Serie bekommt oder ob man vielleicht wirklich die ganze T-Serie bekommt. Und das finde ich verdammt spannend. Also, wenn das wirklich so ist, gerade bei Fendt, wenn man jeden 700er, jeden 800er, jeden 900er und so weiter kaufen kann, wäre das schon sehr, sehr cool. Und es wird einfach auch die Mega-Vielfalt da reinbringen, weil man dann wirklich, ja, entscheiden kann, welche Größe, was für einen Schlepper möchte ich, welcher gefällt mir, aber dann trotzdem nicht auf eine PS-Zahl, ja, sich quasi einschießen muss, sondern man kann dann immer noch entscheiden, wie viel Leistung will ich haben. Also es wäre, wenn es wirklich so kommen sollte, sind natürlich nur Vermutungen, wäre es natürlich sehr, sehr cool. Wobei die Vermutungen sich ja in letzter Zeit immer ziemlich bewahrheitet haben. Wenn ich überlege, letzten Herbst irgendwann, als es so losging mit Leli, also dass Leli bestätigt wurde und Fendt so halb, dann gab es ja die ganzen Leute, die, sag ich mal, sich noch ein bisschen mehr damit beschäftigt haben und gesagt haben, ja gut, Fendt gehört natürlich mit Caterpillar, Valtra und MF zusammen und noch ein paar anderen kleineren Herstellern und dass sie dann logischerweise vielleicht auch Einzug ins Spiel erhalten. Und das haben sie ja. Das ist ja schon eigentlich der Beweis hier, dieser Trailer mit dem 939, der Caterpillar-Raupe, dem MF und dem Valtra. Der Valtra hat natürlich die Rückfahreinrichtung. Der wird eher weniger hier im Trailer auf dem Acker bewegt, beziehungsweise gar nicht. Das Butterfly erinnert mich ein bisschen an einen Mod aus dem LS13. Ich glaube, der war sogar von Fructo, wenn ich mich nicht täusche. Das Butterfly-Mähwerk, ich glaube Pöttinger X8 oder so hieß das, war auf jeden Fall mal eine sehr, sehr coole Sache. Ich bin sehr, sehr gespannt nach wie vor. Ehrlich gesagt, ich hatte vor einigen, ja, eigentlich als die letzten Gerüchte kamen, war ich noch so gar nicht im Kopf so darauf vorbereitet, dass es dann doch wieder bald einen neuen LS gibt. Aber mittlerweile muss ich sagen, gerade nach diesem Trailer bin ich ehrlich gesagt wieder so ein bisschen im Fieber und freue mich drauf, neue Informationen zu bekommen. In ungefähr einem Monat ist die FarmCon. Da wird man das Ganze dann wohl auch zum ersten Mal wirklich in-game sehen und ein bisschen was über die Neuerungen erfahren. Da machen wir dann natürlich auch wieder ein Video zu und ich bin mal gespannt. Ja, wenn ihr noch irgendwelche, ja, vielleicht selber irgendwas herausgefunden habt, manchmal gibt es ja sowas wie zum Beispiel dieses mit der T-Serie oder so Kleinigkeiten, die euch an irgendeinem Text oder irgendeinem Bild auffallen, die ganz interessant sind und vielleicht irgendwelche, ja, interessanten Theorien ergeben, dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Ja, das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.